Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, vierter Teil, Opposition zwischen Merkur und Uranus. Interessant, wie schnell es gehen kann, wenn offensichtlich der Wille vorhanden ist. Ich habe gerade den dritten Teil hochgeladen und üblicherweise ist es so, dass ich während der Teil hochlädt, den Begleittext schreibe, dann in Ruhe hinaufgehe zu mir, dort das nächste Video anfertige und während der, in diesem Fall dritte Teil, noch hochlädt, komme ich dann wieder runter und bereite dann den nächsten Teil vor. Dieses Mal was anders. Ich habe den Text noch nicht mal fertig geschrieben und nach wenigen Minuten, schwupp, war das Video schon hochgeladen. Spannend, oder? Also offensichtlich wird alles gesteuert. Ja? Sie können die Videos hochladen, so schnell Sie wollen. Nur bei mir entsteht halt der Eindruck, es würde 30 Minuten dauern. Ganz interessant, wenn man sich dann überlegt, wie viele tausende Stunden einem dann durch diese Variante gestohlen wurden. Weil früher hatte ich eine höher auflösende Einstellung bei meiner Kamera. Das heißt, da hat ein Video eine Stunde zum Hochladen gebraucht. Sehr, sehr interessant, wie hier mit unserer Lebenszeit großzügig umgegangen wird, weil ich, wenn ich das dann auf Millionen Kollegen umlege, werden jeden Tag so Millionen Lebensstunden gezielt vernichtet. Sehr interessante Überlegung. Aber egal, wir haben gleichzeitig zu dieser Merkur-Uranus-Opposition auch eine Quadrierung zwischen Sonne und Jupiter, eine feste Quadrierung und festes Quadrat hängt immer mit großen körperlichen Beschwerden auch zusammen. Naja, und feste Quadrate, wie wir wissen, hängen durchaus auch mit der 28, mit der maximalen Sturheit zusammen. Und Jupiter steht für mich natürlich auch immer für das Beziehungsprinzip und daher könnte ich hier die 29 auch ein bisschen wiederfinden. Bei der Sonne-Jupiter-Quadrierung geht es zum Beispiel darum, dass man es schwer hat, Autoritätspersonen anzuerkennen, dass man selber sehr anspruchsvoll ist, sehr leichtsinnig, sehr verschwenderisch, einen großen Status braucht, also wie man sagt, auf großem Fuß lebt, dass man unrealistische Vorstellungen hegt und dass sich hieraus natürlich heftige Frustrationen ergeben. Frustrationen münden dann meistens in Streit, sprich der 24. Wer ist die Sonne? Wer ist der Jupiter? Die Sonne ist sehr schnell als Herrscher von 4 und 5 dingfest gemacht. Nehmen wir 4, die Bevölkerung, die Menschen, also wir, auf Schützegraden, das heißt, wir sind schon mal sehr nervös, wir sind freiheitsstrebend, wir wollen hier aus dem sechsten Haus heraus, ja, wir wollen, dass dieser ganze Wahnsinn sofort endet, ja, und wir haben hier dagegen, was spricht dagegen, Verträge, die nicht mehr gültig sind, ja, also das heißt, hier werden aus dem zehnten Haus kommend Verträge angewendet, die achtes Haus tot sind. Hier werden tote Verträge vom 10. Haus aus dem Haus der Stadtsipaten, vom Regime, ja, die Volksgenossen, Staatsratsvorsitzenden wissen besser, was für die Volksgenossinnen Kolchosniken richtig ist. Ja, stimmt, die wissen es genau, wir sind halt die Unterbelichteten, es ist halt leider so. Und hier können wir ganz offen sehen, hier wird absolut illegal vorgegangen. Wir sehen hier, wie gesagt, Jupiter, Herrscher von 7 und von 8, ungültige, tote Verträge gegen die eigene Bevölkerung. Eine sehr interessante astrologische Sichtweise, die würde ich sagen, an sich offensichtlich ist. Aber es geht ja hier auch um das Wachstum. Fünftes Haus steht auf Fischegraden und zwar 27, 59 Fischegrade beginnen bei 27, 30. Das heißt, hier löst sich das Wachstum ja schon längst auf und auch hier wird eben aufgrund von internationalen Verträgen, die nicht mehr gelten, mit aller Gewalt gegen das Wachstum im Land vorgegangen. Gleichzeitig erhält die Bevölkerung Schützenhilfe aus dem Bereich des 11. Hauses, aber eingeschlossen in den Fischen, der Mond und der Neptun. Und ich wage mal zu behaupten, dass eingeschlossene Trigone als Schützenhelfer jetzt oder Trigone aus
eingeschlossenen Planeten jetzt nicht so die große Hilfe darstellen können, insbesondere Neptun nicht, weil der ja rückläufig ist, aber trotzdem sehe ich hier starke moralische Unterstützung, weil es sich hierbei um Mitmenschen innerhalb der Behörden handelt, die einfach auf unserer Seite stehen und die sozusagen das nicht mehr tragen wollen, die sagen, wir wollen da nicht mehr mitspielen. Und genauso auch irgendwie interessant, dass Wirtschaft, Handel und Industrie ebenfalls eingeschlossen im 11. Haus sich befinden. Hier würde ich allerdings sagen, ist das 11. Haus der Bereich der Alliierten, der Verbündeten, der befreundeten Staaten und Nationen, und worin hier die Hilfe dem Volk gegenüber bestehen sollte, weiß ich jetzt noch nicht so genau. Ich kann nur sagen, dass Wirtschaft, Handel und Industrie immer hochflexibel sind. Ja? Also, dass die sich sehr dicht, sehr direkt an die Kunden halten. Also, das heißt, dass hier immer wieder mit großer Originalität und Flexibilität von Seiten Handel, Wirtschaft, Industrie zu rechnen ist. Theoretisch wäre es auch noch möglich, dass aus dem Bereich der Medien, das wäre natürlich eine vollkommen unerwartete Schützenhilfe, dass aus dem Bereich der Medien Informationen aus dem Bereich Fische, also das heißt verborgene Informationen, uns zugespielt werden, was dann auch so ein bisschen zum Hauptaspekt Merkur-Uranus passen würde, der wie gesagt auf Löwegraden im Skorpion steht, also das heißt hier auch ein starkes Bedürfnis vorhanden ist, die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. In Summe ein, naja, durchaus interessantes Horoskop, obwohl es dem heutigen so ähnlich ist. Weiter zum fünften und letzten Teil. Ende.